Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Ja, ich habe es angekündigt, es ist endlich soweit. Ich habe mir professionelle Hilfe besorgt, es war einfach nötig. Die professionelle Hilfe ist gelb und steht hier neben mir. Der gelbe Engel, möchte ich fast sagen. Der gelbe Engel ist da und er heißt Nico und er stellt sich mal kurz vor. Hallo Nico. Ja, hallo. Das ist Nico. Nico ist jetzt mein Fahrlehrer. Nico ist nämlich wesentlich besser als ich im Fahren. Und ich habe auch in der Zwischenzeit, das muss ich auch noch schnell erzählen, ich habe ein neues Auto, wie ihr schon seht. Es ist ein bisschen mehr meinem Nick angepasst. Es ist ein bisschen Mr. Missischer, hätte ich fast gesagt. Mr. Missionarisch müsste... Ja, jetzt rede ich mich schon um Kopf und Kragen direkt am Anfang. Nico will mir ein bisschen helfen und das ist sehr nett. Nico will mir helfen, dass ich mal ein bisschen weiterkomme hier. Und wir sind gerade, wie ihr seht, in New York, hier im schönen New York, New York, New York, New York. Und sollten jetzt mal losfahren und ein bisschen versuchen, was versuchen wir denn, Nico? Sag mal. Wir versuchen dich erstmal hochzupushen. Und ganz ehrlich, was dein Auto angeht, übrigens erstmal hallo an die Leute, die am meinen Kanal verfolgen. Wir fangen jetzt bei mir hier so mitten in der Mitte an, sozusagen. Also ich habe ja schon ein paar Missionen gemacht, deswegen unterstütze ich jetzt auch den Mr. Mist, damit er nämlich, wie ihr dann auf der linken Seite sehen könnt, auch auf 13 kommt. Oder halt so ein bisschen näher an 13, je nachdem, wie schnell ich dann hochlevel. Aber wenn was ich jetzt. Ich überhole irgendwann. Ja, mal gucken. Aber was dein Auto angeht, ne, wenn ich dich nicht kennen würde, hätte ich glatt gedacht, scheiße, hier fährt echt eine Frau und super. Ja, genau das ist ja auch das Ziel, ne? Also ein bisschen Verwirrung stiften schadet nicht. Ja, alles klar. Gut, schön. Habe ich lange dran gearbeitet, war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Das glaube ich dir aufs Wort. War ganz froh, als ich dann irgendwann diese silbernen hier, weißt du, wo sind die denn? Da, diese silbernen Streifen da gefunden noch gehabt, da dachte ich, okay, das geht dann einigermaßen. Und das Rot ist ja, das möchte ich als das Original Mr. Miss Rot beziehungsweise Pink, beziehungsweise Rot beziehungsweise Pink markieren, weil es ist nämlich genau zwischen Pink und Rot, finde ich. Oder? Ja, so es schimmert leicht, ja. Ja, genau, ja. Wobei Gut. Du auch eine coole Karre hast, Nico, muss man auch sagen. Ja, aber ich glaube, ich werde die Farbe nochmal ändern, weil du sagst schon, so mit Mr. Miss Logo und bla, so farbenmäßig, ist eigentlich keine schlechte Idee. Also ich glaube, ich werde mein Auto dann wohl mal so in hellblau lackieren. Stimmt, dein Kanal hat so hellblau, ne? Ja, so blau-hellblau-mäßig, ja. Werde ich übrigens natürlich auch für die bei mir gucken, jetzt auch unten verlinken, damit ihr auch wisst, wie ihr am schnellsten zu Nico rüberkommt. Seht ihr unten in den Beschreibungen. Wo ich jetzt nicht hinzeigen kann, weil ich im Auto sitze. Aber ich würde den zeigen, wenn ich könnte. So, jetzt sollen wir mal losfahren hier, oder? Was sagst du? Hau rein, ich folge dir. Du folgst mir? Oje, oje. Na gut, ich fahre mal hier los. Boing, ein paar Fässer. Wo fahren wir denn hin? Ich habe überhaupt keinen Waypoint. Vielleicht fahren wir einfach mal... Ja, setz doch mal einen Wegpunkt oder sowas, keine Ahnung. Ich meine, wir hätten ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt Missionen oder wir machen so kleine Challenges. Wobei ich fast sagen würde, ich hätte eine Mission am Start bei St. Louis. Das wäre ein Stück zu fahren, aber da könnten wir mal ein bisschen warm werden und unterwegs gucken, ob wir noch die eine oder andere Challenge oder den einen oder anderen Radar und so ein Zeug noch mitnehmen können. Was sagst du dazu? Ja, bin dabei. Alles klar, dann ist der Wegpunkt gesetzt. Ich habe da das quasi direkt östlich von St. Louis, falls wir uns verlieren sollten. Wovon auszugehen ist. Hoppala, was mache ich denn hier so? Zurück, 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 zurück. So, fahren wir mal raus aus New York. Wir wollten gerne in New York anfangen, oder ich wollte gerne in New York anfangen, weil es hier doch so schön ist. Hast du jetzt schon einen Wegpunkt gesetzt? Ja, ich habe schon einen. Hast du den jetzt auch bei dir, oder? Nee, nicht wirklich. Mal gucken, vielleicht taucht er noch auf. Fahr einfach mal. Okay, ich fahr einfach mal. Vielleicht kommt er ja noch, oder sonst musst du mir mal hinterher. Wahrscheinlich eh kein Problem für dich. Oh, ja. Siehst du nämlich, genau. Ich fand ja, als ich das erste Mal hier nach New York reingefahren bin, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde es ziemlich leer hier, ehrlich gesagt, für New York. Es ist ziemlich wenig los. Ja. Tatsächlich. So, hier kommt schon eine Challenge. Was ist das? Tempotest. Juhu. Dann mache ich mit. Und bleib auf der Straße. Aber die machen wir dann nicht zusammen so, ne? Das doch, ist dann, die machen wir zusammen. Ich fahre gerade auch mit durch. Ach so, okay. Also ich mache die gerade mit. Aber wenn du jetzt ganz schnell bist, habe ich dann davon was oder nicht? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das können wir gleich mal testen. Ja. Da überholst du mich schon. Du Schwein! Fahr in den Gegenverkehr. Wir haben gar keinen Gegenverkehr. Fahr trotzdem rein. Bronze! Komm schon! Silber! Ah, fast Gold! Fast Gold! Boah, boing! Oh. Nico! Nico, du bist ein Gott. Ich bin schon Stufe 11. Wir fahren hier 3 Minuten zusammen oder 4. Und schon bin ich Stufe. Ich kann nicht mehr reden vor Lotto. Okay. Schon bin ich Stufe 11. Und ich habe einen Modpunkt noch dazu verdient. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist doch super. Alle meine Autos werden in 4 Stufen verbessert. Ist das schön. Ein schönes. Hoppala. Wo willst du denn jetzt hin?
Nach St. Louis fahren wir doch. Geradeaus, weiter. Entschuldigung, die Aufregung. Ach, verdammt, Ladebild. Ach ja, da war ja was. Ach scheiße, das kommt bei mir auch gerade. Ich bin gerade noch beim Bremsen gewonnen. Der Kollege für mich lohnt's. Ja, ich kann. Das finde ich extrem ungemein, wollte ich sagen. Ich finde es extrem gemein und unfair, dass ich die Teile, ich kann die jetzt gerade nicht einbauen, weil ich erst Stufe 13 sein muss. Nicht nett. Wie soll ich denn dann Stufe 13 werden? Wenn ich keine Teile einbauen darf. Das weiß ich nicht. Oh, warte mal. Naja, wir fahren mal weiter. Du musst mich auch, wenn du siehst, dass ich, also wenn du meine offensichtlichen Fahrfehler siehst und sagst, aha, mach doch mal so, dann musst du das bitte sagen, ja? Ja, kann ich gerne tun. Ich will ja auch was lernen von meinem Fahrlehrer. Oh, was ist das? Ah, fahr schnell und bleib auf der Straße, ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das immer noch nicht angezeigt wird, die Route, aber okay. Da kann ich auch gleich nochmal gucken, wenn ich hier aus der Challenge raus bin, ob man irgendwie... Boah, warte mal. Ob man das irgendwie nochmal einstellen kann, dass das angezeigt wird oder sowas. Keine Ahnung. Ja, weil bei unserer Probedings, das hat ja funktioniert. Da hatte ich einen gelben Streifen am Start. Ach, da hattest du den. Aha, da hatte ich den. Da. Nur eben halt hier jetzt nicht. Ist irgendwie putzig. Ja. Oh. So, warte mal. Ich halte mal kurz an, warte. Ich schau mal. Da crasht er hinten in den Wald rein. Ja, Gegenverkehr. Also ich habe hier kurz mal geparkt. Warte mal, ich gucke mal aufs Handy. Was haben wir denn hier? Vielleicht eine Crew ein... Ja, aber Crew-Aufstellung, da war glaube ich nichts. Das würde mich jetzt wundern. So, da ist der One-Hand-Gamer. Zum Leiter machen kann ich dich. Oder aus der Crew entfernen. Oder als Freund entfernen. Aber das finde ich alles nicht so... nicht so richtig. Aber, nee, vom Waypoint her kann ich das glaube ich auch nicht. Vielleicht, warte mal, ich habe jetzt ja, weil ich eine Mission angeklickt habe, einen blauen Dingsbums, eine blaue Route. Ja, kriegst du vielleicht eine gelbe hin, das wäre vielleicht mal irgendwie... Genau, wenn ich jetzt einfach in die Nähe davon klicke, vielleicht kriege ich dann eine gelbe und vielleicht kriegst du die dann angezeigt. Warte mal. Ist das überhaupt so? Oder bilde ich mir das gerade ein? Weiß ich nicht. Guck mal, jetzt hier ist sie immer blau, oder? Ich habe jetzt mal in die Nähe einen Wegpunkt. Hier, warte mal, Wegpunkt. Los. Hallo, Wegpunkt. Sonst setze ich mal kurz einen Wegpunkt. Vielleicht bringt das ja was. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal einen anderen Wegpunkt gesetzt. Vielleicht ist der irgendwie besser. Warte mal. Ne, der ist immer noch blau. So, ich habe jetzt meinen in St. Louis gesetzt. Ja. Aber ich habe leider nichts angezeigt hier. Ah. Verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Wie dämlich ist das denn? Ja, komm, dann fahren wir jetzt so, oder? Dann müssen wir uns ein bisschen mehr verständigen. Ja, ich fahr dir einfach hinterher und dann ist gut. Ja, genau. Mein Fahrlehrer ist direkt hinter mir, das ist sehr beruhigend. Ja. Kann man ja auch mal erzählen, Nico, du fährst mit Lenkrad, ne? Ja, ich fahr mit dem Lenkrad, mit dem, wenn ich mich jetzt nicht irre, G37 von Logitech. Was eine geile Sache ist. Ja, was auch eine schöne Investition war. Wie teuer ist so ein Teil, sag mal? Also, wenn du es direkt von Logitech kaufen möchtest, bist du, glaube ich, bei 350 Euro. Eieieiei. Und ich habe es für 300 geschossen. Ja. Gut, aber... Aber du hast wahrscheinlich schon bei den meisten Autospielen mittlerweile eine Unterstützung drin, oder bei allen wahrscheinlich, ne? Wie eine Unterstützung. Also, dass sie das Lenkrad auch unterstützen, meine ich. Ja, auf jeden Fall. Also, sonst hätte ich mir das Lenkrad ja nicht gekauft und so. Ja. Weil ich finde halt, dass Rennspiele sollte man, wenn es möglich ist, halt mit dem Lenkrad genießen. Ja. Und nicht mit der Tastatur oder so. Ja, Tastatur ist echt das Schlimmste. Also ich finde Pad finde ich okay. Fand ich auch bei GTA eigentlich mal alles ganz in Ordnung. Aber Tastatur ist wirklich so, das ist irgendwie komisch. Da kommt so gar kein Fahrgefühl auf, finde ich. Nee, nicht wirklich. So, hier rechts ab jetzt bitte. Ja, ich sehe es. Hast du gesehen, alles klar. Leider kann man ja keinen Blinker setzen, das wäre auch noch geil. Aber... Ja, aber ich glaube, für den Blinker bist du zu weit weg, den würde ich gar nicht erkennen. Ach so, bin ich so schnell? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, weit weg heißt nicht unbedingt Schnelligkeit, ne? Also, ich ruhe mal ein bisschen auf. Das werde ich zu verhindern wissen. Oder auch nicht, weil du bist, glaube ich, schneller als ich, aber egal. Oh. Wieso macht hier kein Licht an? Ah. Huhu. Ich sehe dich ganz in der Nähe, aber ich sehe dich noch nicht. Ich bin hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Schnell weg.
Summ. Muss mal gucken, was das da für eine Mission ist, weiß ich gar nicht. Du hast die ja schon gemacht wahrscheinlich. Die ist so, was kann man ja, wie die heißt. Östlich von St. Louis liegt die. Irgendwas Beste Freunde oder so hieß die, glaube ich. Okay. Ich denke mal, dass das jetzt einige von deinen Zuschauern oder auch von meinen Zuschauern, die das Spiel schon gespielt oder auch spielen und schon ein bisschen weiter sind, die denken sich bestimmt gerade, ey, ihr Idioten, ihr könnt auch eine Blitzreise dahin machen. Ja, können wir natürlich, das wissen wir auch. Aber ich finde ehrlich gesagt, wenn wir schon ein Autospiel spielen, dann soll man doch auch Auto fahren. Und wir müssen auch ein bisschen warm werden. Ein bisschen quatschen kann man ja auch ganz schön. Motel ist hier. Ich finde das, ja, kann man schon mal machen, eine Blitzreise. Aber eigentlich finde ich... Hoppala, oh, wir hätten da abgemusst. Eieiei. Eigentlich finde ich das so viel lustiger. Einmal hier über den Dreck. Hast du auch schon so einen Geländewagen? Habe ich schon, ja. Ah ja. Den habe ich auch so ein bisschen auf Gelände getrimmt, zumindest so, wie ich es konnte. Also der hat jede Menge Grip. Okay. Aber das wird wohl auch noch, also der ist noch auf ST-Modus, das heißt Straßenmodus. Ja. Das wird aber wohl noch so im Laufe der Karriere sich dann wohl auch freischalten, hoffe ich zumindest mal. Ja, weil bei mir hat sich, das muss ich auch noch schnell meinen armen Zuschauern sagen, da geht ja, also du weißt das auch noch gar nicht, morgen geht eine Folge online, wo ich wirklich komplett scheitere an einem Rennen. Ist das komplett? Ist das das mit dem Porsche? Das ist das, genau, das ist das hier mit diesem Xfinity-Teil. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt und ich habe mir gedacht, okay, du kannst jetzt hier nicht ewig einfach nur durch die Gegend fahren und das nicht gebacken kriegen, das geht nicht. Also habe ich dann entschieden, ich mache eben das Ding, wie habe ich das genannt, gewinnen oder verlieren? Nee, gewinnen oder machen oder sowas. Mhm. Und zwar eben, dass ich anbiete, wenn ich 10-mal faile, dann kann man mir Real-Life-Challenges stellen im Rahmen des einigermaßen anständigen und die werde ich dann erfüllen und außerdem muss ich natürlich das Rennen offline dann auch machen. Das habe ich gemacht und seitdem bin ich jetzt auch auf Stufe 10 und konnte so ein bisschen hier auch mir ein paar neue Sachen hier und habe eben auch diesen einen Geländewagen, dann kriegt man ja von Zoe, glaube ich, geschenkt. Den habe ich dann auch bekommen, aber bin ich noch nicht gefahren. Ja, also der ist gut fürs Gelände. Wenn du jetzt so in den Canyons unterwegs bist oder in den Rocky Mountains, wenn ich mich jetzt nicht irre, das ist ziemlich praktisch. Mhm. Dann kommt der nämlich nicht so ins Schleudern. Also kommt natürlich darauf an, dass du ihn dann auch passend tunst, ne? Ja. Das ist ja schon geil hier. Auch die Gegend, wenn man hier auf diesem Highway unterwegs ist. Entschuldigung. Konnte aber nicht damit rechnen, dass hier Gegenverkehr kommt. Wirklich nicht. Na, also meine Freundin sagt schon, achtet bitte auf den Verkehr und so. Ich sag, das wird ein bisschen kritisch. Sagt sie ja dann wenigstens rechts vor links. Ich sag, oh, das wird auch ein bisschen eng. Rechts vor links halte ich mich aber wirklich immer dran hier. Also das, echt? Es wäre ja auch mal eine Sache eigentlich, das wirklich nach Verkehrsregeln zu fahren, aber naja, andererseits auf Dauer. Ich weiß nicht. Ups, jetzt habe ich jemanden überfahren. damit hat sich das ja schon mal erledigt. Wahrscheinlich der gleiche Typ, den ich beinahe überfahren hätte. Gerade noch so im letzten Moment aus dem Weg gesprungen, da kommt der andere und macht ihn Platz. Ja, das kann dann der gewesen sein, ja. War das ein Typ mit der Pizzaschachtel in der Hand? Ja, das habe ich so schnell nicht gesehen, aber es könnte sein. Es war auf jeden Fall ein Typ, das weiß ich. Ja, gut, okay, dann war er das, ja. Der arme Kerl. Wir entschuldigen uns hiermit bei dem armen Kerl, aber er ist jetzt tot. Deswegen entschuldigen wir uns lieber bei seiner Familie, seinen Freunden. Ja, dann hätten wir aber jetzt, dann wäre das jetzt hier Fahrerflucht. Was wir. Oh, tot. Oh, Crashcam. Hast du umgedreht oder bist du auch gecrashed? Nein, ich bin umgedreht. Ah ja, elegant. Das muss ich übrigens auch mal erzählen, als ich mal so die Gelegenheit hatte, mit jemand anderen in einer Crew zu sein. Scheiße, jetzt habe ich eine Polizei gerammt. Oh, ich helfe dir. Aber wie? Nee, fahr mal los. Ich. Wir müssen fliehen. Okay, ich bin schnell. Gut. Ich bin schnell, das ist gut. Versuche es jedenfalls. Oh, da ist die Polizei. Oh, nein. Oh, das gibt's nicht. Voll gegen. Nein. Oh. Haben sie dich? Ja. Nein, du wirst verhaftet. Oh, yeah. Na, egal. Das ist eigentlich völlig egal, ne? Weil es kostet auch überhaupt nichts eigentlich. Naja, egal. 300 hat mich das jetzt gekostet. Ah, ja, mein Gott, 300. Passt schon, also. Ist egal, das passt. Oh, jetzt bin ich der Meister. Warum bin ich denn jetzt gesucht, sag mal? Überhaupt nichts gemacht. Wahrscheinlich wegen dir. Ist entwischt. Das war's. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Was ich erzählen wollte. Also ich war mal mit jemandem anderen schon mal in der Crew, der hat mich eingeladen und so.
Ja. Und weil wir nicht geschrieben haben im Chat und so, also ich habe geschrieben, ich habe hey ho und hello, so von wegen I'm German und hast nicht gesehen. Er hat nicht darauf reagiert, also bin ich dann vorgefahren. Wir sind da parallel auf so einer Highwaystraße gefahren und ich habe es dann so à la Fast and the Furious mal gemacht. Ich bin vorgefahren und habe dann eine 90-Grad-Drehung gemacht und bin dann neben ihm quasi rückwärts gefahren. Geil. Hoppala. War Fässer hier. Du coole Sau, Nico, was soll das denn? Ja, ich dachte schon, wenn er nicht mit mir schreiben will oder so, dann pluster ich mal meine Eier auf und zeig, was ich drauf hab. So ist es recht, ja. Ja. Danach ist er dann aus der Kuh rausgegangen, weil er eingesehen hat, das macht keinen Sinn. Ich bin aber ja, so ungefähr. Also wir standen dann irgendwie so 5 bis 10 Minuten einfach nur so stumpf da und ja. Aber das ist bei dem Spiel, ich finde das tatsächlich, weil ich habe noch nie gesehen, dass hier jemand geschrieben hätte, oder Polizei. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Ich habe gerade einen neuen Wegpunkt gesetzt, mal kurz geguckt, wo hinten die Mission ist. Da fahre ich jetzt gerade hin. Ja, das ist ja interessant. Ja. Die müssen wir jetzt schon noch machen, die Mission. Wir sind jetzt fast da. Ja, das ist gut. Ich stehe an der Tankstelle. Tanken ja. Schnell, warte. Tanken. So. Weiter. Ach, Gott sei Dank, keine Polizei. So. Ist das ja irgendwo, wo. Da bist du ja. Sehr gut. Ja. Entschuldigung. Das war ich nicht. War jemand anders nicht. Das Wetter ist umgeschlagen. Ist das bei dir eigentlich das gleiche Wetter? Ist das immer identisch? Weiß nicht. Ist es bei dir auch so. Ja, ist es bei dir auch so gerade so elefantengrau? Ja, es sieht gerade schwerst nach Gewitter aus oder sowas. Ja, dann sind wir wohl, ja, wettertechnisch. Ja. So, und hier ist die Mission. Ah, ja, die habe ich schon gemacht. Machst du nochmal mit? Klar, natürlich. Super. Troy, yeah. Bla, bla, bla. True Coop. Ja, mal gespannt, was jetzt kommt. Annehmen. Komplett blind. Ja, aber das mit dem Manöver ist natürlich mega. Also da dann so rückwärts rumzu, also Mann. Ich hatte es nur einmal in irgendeinem Rennen, aber da war ich schon so sehr von der Straße abgekommen, dass ich quasi seitlich an dem ersten vorbeigerutscht bin. Ja, das habe ich gesehen. Das war so geil. Musst du dir mal vorstellen aus der Perspektive vom Fahrer. Also von dem ersten in dem Moment, wenn jetzt was kommt, den dafür bekloppt er. Oh, guck mal, wir haben so ein cooles Auto, wir haben so einen Jeep oder sowas. Ja, das ist ein, Jeep. Ach, scheiße, das ist ätzend. Das ist ätzend, Jungs. Ja. Scheiße. Was müssen wir denn machen? Ich hab gar nicht aufgepasst. Du musst versuchen, den Leuten da zu entkommen. Ah, okay. Ich glaube, das war der Hintergrund. Haben wir irgendein spezielles Ziel, wo wir hin müssen? Nee, ich glaube einfach nur weg. Okay, alles klar. Könnt ihr mal versuchen, zusammen wegzufahren, aber... Bist du gerade irgendwie... Nee, warte mal, schützen? Schützen! Scheiße! Schützen? Du, ich muss dich schützen, das sehe ich jetzt erst gerade. Du musst mich schützen! Ach so, wie geil! Schütz mich! Ja! Hilfe! Wow! Ah, ich geh mal hin. So. Was? Aber ich muss so richtig klassisch entkommen eigentlich wahrscheinlich, ne? Ja, genau. So, ich bin jetzt wieder hinter dir und du hast schon den einen... Okay. Platt gemacht. Respekt. Ja, das war Absicht. Steht jetzt bei mir, schütze den meistgesuchten. Hilfe, schütze mich, Hilfe. Siehst du, diese Ballons sind ja geil, diese viereckigen da. Mhm. Ich glaube, wir haben es übrigens gleich schon hier. 2, 1, bam. Supi, das lief ja gut. Ja, Nico, du bringst nicht nur Glück, du sorgst für gute Sachen. Ja, ey, Gold. Krass. Gold, jawohl. Aufhängung gewonnen. Bringt mir zwar nichts, weil ich schon besser bin, aber naja. Ja, mir bringt das was. Teil den Sakku schicken, yo. Ausstatten, +4, zack. Jawohl, da machen wir gleich noch einen hier. Komm, dann ziehen wir noch eine Mission durch, oder? Oder wir fahren zumindest schon mal dahin oder sowas. Ich bin in Laune, du, ich werd warm. Das ist schön, ich hab noch kalte Vorderfüße. Oh, na, das ändert sich bald. Alex, bist du okay? Bestens, und die V2? Sie ist weg. Tut mir leid, Alex. Troy hat... Die Scan. Alex? Okay, ich bin okay. Diese Story ist auch so unwichtig. Naja, schon, oder? Also... Bisschen, aber... So, ich muss mal kurz eben Karte öffnen, weil ich will mal meinen... Ja, mach mal. ...meinen Wegpunkt entfernen. Ja. Deswegen. Ich habe hier gerade einen Herschel in der Leitung. Ein Herschel aus Chicago. Okay. So, ich bin da. Mhm.
Okay, wir müssen nach Chicago. Warte mal, dann setze ich mal einen Wegpunkt. Ja. Machen wir so. So. Chicago. Dann fahren wir nach Chicago. Da war ich auch noch gar nicht richtig. Mhm, können wir machen. So, wo ist denn da hier? Benzintank ist ja voll. Ja. Tanken, das wäre eigentlich auch geil, wenn du so Tankmodus haben könntest. Ja, aber dann, glaub, dann geht das schon wieder Richtung Simulator, ne? Und ich glaube, das wollen die ja nicht. Weiß ja, nicht. Es ist schon relativ arkadig eigentlich, ne? Wir haben jetzt übrigens auch die 20-Minuten-Marke geknackt. Oh ja. Ja, aber da fahren wir noch rüber, oder? Fahren wir noch schnell nach Chicago und dann können wir sehen, was wir hier unterwegs noch haben. Ja. Hier in der Nähe ist ein Auto. Verstecktes Auto. Aber bei mir piept's noch nicht. Ja, aber ich sehe schon. Willst du's haben? Du siehst du schon. Ja, warum nicht? Also klar. Ja gut, pass auf, dann musst du mir jetzt mal kurz eben folgen. Ja, ich fahre ein bisschen rechts. Wo bist du denn? Links, in die Walachei. Ach, in die Walachei. Ah, okay, ich warte hier auf der Straße gerade. Entschuldigung. Ja, jetzt piept es auch. Warte, ich fahre durch den Mais. Ich sehe auch leider nichts, aber ich fahre dir hinterher. Okay, jetzt mal ein bisschen abbremsen. Das ist nämlich gleich hier. Ja, Wald. Oh, ja. Ah, ja. Ah, geil, hier. Ich habe das ja überhaupt nicht gecheckt, ehrlich gesagt, am Anfang. Ja, komm, hier, mach. So, 2 von 20 Teilen, immerhin. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt am Anfang. Ich dachte, das wäre ein Spieler in der Nähe, weil ich das in irgendeinem Let's Play mal gesehen habe, dass jemand das meinte. Und da habe ich mich dann doch verlassen auf die gesicherten Informationen aus dem Let's Play und das, naja. Nee, ist es aber leider nicht. Nee. Wobei war leider... dann dankenswerterweise in die Kommentare geschrieben. Was meintest du, wobei leider? Ja, leider nicht wirklich, weil ich glaube nicht, dass ich da unbedingt jemanden anderen begegnen würde wollen. Weiß ich nicht. Ich finde das mit den versteckten Autos irgendwie viel spannender. Ich finde das super eigentlich, ja. Nee, leider im Sinne von, weil ich einfach zu blöd war. Also. Achso, falsche Richtung. Ja, ich wollte gerade sagen, wo willst du hin? Ja. Warte, einmal hier wenden. Mal ein bisschen hier. Also was du machen kannst, ist, wenn du so ganz niedrige Geschwindigkeit hast und einfach nur wenden willst, Vollspeed und dann voll einschlagen. Also Bleifuß und einschlagen. Achso, einfach auf der Stelle sozusagen. Warte mal, richtig, genau. Mal kurz aus. Warte mal. Warte mal, ich bin ganz langsam. So, Bleifuß voll rein. Ah ja, geil. Ja klar, das ist ja beim echten Auto auch so. Richtig. Super. Oh, und da kommt eine Challenge. Die machen wir. Geh weg. Zack. Ah, die hasse ich. Ich hasse zertrümmer die Ziele. Das finde ich irgendwie... Ah ja, das hier mit... Ja, oh, das kannst du voll hier, vergessen. Hier ey, im Dings, das... Ja, das kannst knicken. Ah. Schon wieder irgendwo reingecrasht. Das ist doch traurig. Ah. Ach nee, komm, die breche ich ab, ehrlich. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Ich lasse sie einfach rauslaufen, scheiß drauf. Oder nicht? Nee, die kannst du übers Handy hier abbrechen. Ja, ich war nur gerade zu faul. Warte mal, ich mach. Nein. Ah. Komm schon, Abbruch. So. Warum sagt er jetzt eigentlich falsche Richtung? Wir fahren doch in die richtige Richtung, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, machen wir. Gut. Oh, hier ist ein Sightseeing, das möchte ich kurz mitnehmen. Jo, nimm das mit. Da ist ein bisschen Wurst. Lecker. So, Route 66. Schauen wir mal. Betreten. Aha. Ja, die Route 66 mit Motel. Bist du mal, Nico, auf der Route 66 gefahren? Sag an. Ich glaube ja. Cool. Diese Straße wurde im Jahr 1926 eingeweiht und ist einer der ersten Abschnitte des amerikanischen Highway-Systems. Vielen Dank. Ja, gut. Haben wir weiter. Wo warst du in den Staaten? Ach so, du meinst jetzt in echt? Ja, nee, ich meinte in echt, ja. Nee, ach Quatsch. Also da bin ich noch nie über... Also ich war das einzige Mal in Südamerika, aber nie so Amerika oder so, nö. Wo warst du in Südamerika? Also so richtig war ich in Chile. Ah, geil. Also, ja, wahrscheinlich geil. Also ich war nie da. Ja, kommt drauf an. Kennst du Dschungelcamp? Dschungelcamp habe ich tatsächlich, also ich meine, wer kennt es nicht, aber ich habe es nie wirklich geschaut. Okay. Das ist nicht unbedingt so das Niveau, aber so große Kakerlaken und so weiter, also die laufen da auch schon rum. Mhm. Und was die Hygiene angeht, so sanitäre Anlagen und so, da... Ja. Ich sag mal, Mittel, oder was? Ich sag mal so, du kannst kalt duschen. Ja, es gibt zwar kein warmes Wasser, aber du kannst kalt duschen. Wo genau warst du? Warst du in Santiago, oder? Ja, Santiago einmal und dann die... quasi das Land hoch, weil mein Vater nämlich von da kommt und aha, okay. Ja, deswegen.
Ah, verstehe, verstehe. Aber du bist in Deutschland aufgewachsen. Ja, ich bin in Deutschland auch geboren und ich bin eigentlich ein vollblutiger Deutscher mit ausländischen Wurzeln, mehr oder weniger. Es war jetzt auch scheiße erzählt. Nee, wieso? Ist doch so. Aber ich würde da freiwillig, glaube ich, jetzt so... Ne, freiwillig würde ich da nicht nochmal hinfahren oder hinfliegen. Okay. Das ist nicht meine Welt. Ja. Hast du Verwandte da noch da wahrscheinlich? Ja, 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 ich habe Verwandte noch da. Ich stelle es mir schon toll vor, aber ja, das ist halt immer, wenn du nie da warst, dann denkst du immer, ah, geil so, aber... Na, vor allen Dingen, wenn du hier an so einem Komfort gewohnt bist, ne, oder den schon für selbstverständlich hältst und dann kommst du dann in so ein Land, wo das ein bisschen anders ist, ja, ist dann schon so eine kleine, ja, ist schon was anderes. Hat ein bisschen was Kulturschockiges, ne? Ja, ja. mich schocken ja manchmal schon, obwohl ich sowas eigentlich nicht schlimm finde, aber mich schocken dann kurzzeitig zum Beispiel gerne die Klos in Südfrankreich, wo man stehen muss. Das ist immer irritierend kurz für mich. Bei den Romanen bei den Klos? Nee. Doch, das ist, also ich kenne das aus Südfrankreich, ich glaube, das ist nicht nur da, aber ich kenne es von da. Das sind so ja, quasi Löcher im Boden mit so zwei Fußabdrücken daneben, könnte man das, glaube ich, beschreiben. Ach so, so frei nach dem Motto, da musst du stehen, um genau zu treffen. Genau, da stehst du, um genau zu treffen und ja, that's it. Ist im Prinzip gar nicht so doof, weil es ist natürlich hygienischer, ne? Als wenn man sich hinsetzt. Von daher. Da. Ui, ui. Ich sehe Chicago am Horizont. Ja, und der Server hat wieder leichte Probleme. Ich sehe dich schon wieder nicht. Ah, scheiße. Aber ich bin auch weit vor dir. Ich habe einen Plan, wie ich an meinen Weg vorkomme. Also ich bin jetzt so 20 Meter vor dir. Und jetzt bist du 20 Meter hinter mir. Ja, du hast mich gerade unsichtbar überholt. Das ist auch komisch, oder? Ich meine, er weiß ja, wo du bist, aber er plottet dich da sozusagen nicht hin. Ja. Ganz eigenartig. Jetzt bist du ganz weg. Ach, jetzt bist du wieder, da. Ja. Ah, Gott sei Dank. So, und da ist nochmal ein Aussichtspunkt da vorne. Den nehmen wir noch mit, komm. Jo. Alter, fast zu weit. So. Near West Side, aha. Schauen wir mal. Häuser. Straße. Ein Wasserturm. Guck mal, hier, warte mal. Dieses Viertel von Chicago ist geprägt von vielen Sehenswürdigkeiten und einer bewegten Geschichte. Von hier nahm zum Beispiel das große Feuer seinen Ausgang. Sieh mal an. Tja, nicht schlecht. Dass du das echt durchliest, also. Ja, kurz mal, man will ja auch was lernen, man will sich auch weiterbilden, ne? Ja. Computerspiele bilden, also ganz klar. Ist nicht verkehrt, da hast du recht. Solche. So, hier rechts. Da hab's. Das ist ja schon so, diese Peripherie mit diesen riesen Supermärkten und so, das ist ganz gut getroffen, finde ich. Wow, hier ist die Mission, okay. Wow, da halten wir hier mal an. So, wir sind da, würde ich sagen. Jo. Und ich würde sagen, warte mal, ich fahr mich mal neben dich. Oh, irgendwie ein komisches Deutsch, oder? Ich fahr mich neben dich. Klingt falsch. So, warte. Brumm, brumm. Nicht gegenfahren. Warte, es geht gleich weiter. So. Ich bin in echt ganz gut im Einfahren eigentlich. Ja, ich auch. So. Ah, nein, halt. Ja, das es passt. Ah. So passt es doch, oder? Komm, ist doch perfekt. Ja, das haut hin, das haut hin. Das ist wunderbar. Ja, Mensch, das war schon unsere erste Fahrstunde. Nico. Ja. Lief doch ganz gut. Ja, ich bin ganz froh, also ich bin begeistert. Also wenn wir den Schnitt halten, dass ich in jeder Folge eine Stufe aufsteige, dann würde ich sagen, dann bist du fest angestellt. Also. Juhu, Probezeit überstanden, Strike. Aber locker, die hast du schon in der ersten Minute überstanden. Nico. Yes! Juhu. Gut, dann mach alles mal. Klar. Ja. Ja, sagen wir mal Tschüss, ne? Ich sag Tschüss und du sagst Tschüss. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei The Crew. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einer knallharten Mission. Seid wieder dabei, Leute. Und habt einen wunderbaren Tag. Und so. Okay, tschüss. Tschüss.